Jetzt geht's los. Heute starten wir mit unserem Quiz. Wir hatten das schon mal vor einigen Wochen gemacht. Also, der Challenge geht los. Sebastian und ich, wir stellen die Fragen. Massi und Kevin, mal schauen. Ich bin nicht überzeugt, dass alle Fragen beantwortet werden. Also, wenn euch sowas interessiert, alles über Schweiz, Krankenversicherung, Einwanderung etc., dann bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt geht's los. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sprechen heute über Krankenversicherung, Einwanderung etc. und wir stellen Fragen. Eure Fragen, die wir hier auf dem Mobiltelefon haben oder in deinem Gedächtnis, Sebastian. Ja? Und wir wollen wissen, Massi und Kevin, könnt ihr das beantworten? Und wir haben hier unseren Buzzer. Wir testen's. Und wir wollen schauen, wer ist der Schnellste und kann die Frage tatsächlich beantworten. Natürlich richtig. Und wir bewerten es auch mal, ob es richtig ist oder nicht, oder? Wir wissen natürlich alles, oder? Wir wissen immer alles. Ja, genau. Also. Und heute geht es einfach darum, wir wollen die beiden bloßstellen. Genau. Genau. Mal schauen, ob sie irgendwas können. Das kriegt ihr nicht hin. Keine Chance. Massi, vielleicht, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Ich bin fit, ich bin ready, habe ausgeschlafen heute extra, mich mental vorbereitet für das Video. Ich bin voll dabei. Sehr gut, also er ist auch willensstark, die richtige Hand auf der rechten Seite, um richtig raufzuhauen. Kevin, die Brille würde ich vielleicht abnehmen, weil sonst gibt es die nicht mehr. Ich würde sagen, ich bin auch fit. Ja. Ich bin heute sicher mal gesund aufgestanden und den Rest schauen wir nachher an, oder? Ja, genau. Also wenn euch sowas gefällt, dann gebt doch ein Like, abonniert den Kanal und ihr habt in Zukunft auch solche Entertainment-Videos, damit es auch ein bisschen locker ist, dieses Thema auch anzugehen mit euren Fragen natürlich. Also, lasst uns direkt starten. Wir quatschen nicht und mit vielen Intro. Willst du die erste Frage stellen? Yes. Wie viel Prozent übernimmt unsere deutsche Zahnzusatzversicherung? Sagt die Antwort? 65%. Es geht um die Geschwindigkeit. Bei der Zahnreinigung. 200%. Hey, ich war unten, ich muss beantworten. Okay. Aber okay, ich gebe den Vorsprung, weil ich hole dich sowieso auf. Okay. Also da war ich sicherlich nicht ganz lieb zu den beiden. Die haben eigentlich richtig beantwortet. Bei der Behandlung und bei dem Zahnersatz sind es 65%. Und bei Zahnreinigung ist es 100%. Genau. Und die Zahnversicherung vielleicht noch ganz kurz? Ja. Kannst du kurz erklären nochmal? Du musst die halt noch in Deutschland abgeschlossen haben, also vor dem Umzug. Dann aber kannst du mal weiterführen in der Schweiz. 65% wird übernommen. Behandlung und Ersatz und Zahnreinigung auch immer 100% bis 200 Franken zu erstatten. Richtig cool. Sehr gut, ja. Also, meine Frage. Ich habe zwei Kinder. Erstes Kind 2 Jahre alt, zweites Kind 17 Jahre alt. Zahlen sie die gleichen Krankenkassenbeiträge? Nein. Warum nicht? Weil das Kind anders in der Grundversicherung angerechnet wird. Das ist wesentlich günstiger. Aber ich dachte immer, der Tarif ist von 0 bis 18 immer gleich. Du hast 17 gesagt, gell? Ja. Okay, ja dann. Aber gut rausgeredet, da kriegt er einen Punkt für. Ja, gut, ja, gut. Falsch beantwortet, aber gut rausgeredet. Ja, oder? Ich gehört auch dazu. Minus ein Punkt. Minus ein Punkt. Also ja, bis 18 ist schon gleich. Ja, ich habe schon gewundert, aber... Er meinte, vielleicht bei den Zusatzversicherungen gibt es schon einen Unterschied. Also Unterschied. Aber rein Grundversicherung ist schon gleich teuer. Und das ist eigentlich was Schönes, man weiß, wenn man ein Kind bekommt, dass man bis zum 18. Lebensjahr immer derselbe Tarif ist, nicht? Das ist aber was Schönes eigentlich. Eigentlich cool, ja. Und immer günstiges. Zählst du die Punkte? Ja. Die prozentuale Selbstbehalt bei Kindern in der Grundversicherung. 10% bis 350 Franken maximal pro Jahr. Was ist der maximale Beitrag in der dritten A-Säule pro Jahr? Stand heute 7056. Richtig, gut. Kartoffeln oder was? Franken. Sehr gut. Ja. Dann von unseren Leuten, die einwandern, also eine Person wandert ein, sagen wir mal, der Mann oder die Frau, kommt in die Schweiz, nimmt eine Schweizer Krankenversicherung, kein Problem. Partner oder Partnerin bleibt in Deutschland mit Kind. Was passiert? Müssen sie auch eine Schweizer Versicherung abschließen? Nein. Warum? Du kannst die Schweizer Versicherung nur abschließen mit einem Schweizer Wohnsitz. Das heißt, du bist weiterhin gesetzlich in Deutschland versichert. Ist das besser? Kommt ganz drauf an. Kommt immer auf den Gehalt an. Genau. Also wenn die Frau jetzt in Deutschland gut verdient, in Deutschland ist ja prozentual vom Lohn und in der Schweiz gibt es das halt nicht. Wenn du einen guten Lohn hättest, wäre die Schweizer Variante wahrscheinlich schon besser. Und aber du vergleichst dann wirklich dann den Beitrag, wobei Brutto-Netto-Überleitung Deutschland ist es ja drin, deshalb merkt man das nicht. Ja? Genau. Und das Kind ist ja auch versichert über diese Versicherung. Also ist schon wahrscheinlich besser in Deutschland, oder?
Man muss schon sehr wohnen. Preis ja sicherlich. Ja. Vom Preis ja sicherlich. Weil das Kind auch versichert ist. Genau. Wenn die Frau nicht arbeitet, dann natürlich, oder? Oder Mann. Ja? Genau. Okay. Nächste Frage. Nächste Frage. Was sind die beiden Deckungsmöglichkeiten, also Versicherungssummen in der Schweiz in der Privathaftpflicht? 5 Millionen oder 10 Millionen? Sehr gut. Gut. Nächste Franken, Franken. Ja. Wunderbar. Wo ist die Krankenversicherung am günstigsten? In welchem Kanton? Moment. Ich gebe drei vor. Aha. Ja, ich gebe drei vor. Basel, Genf oder Zürich? Zürich. Cool. Das ist mein Sohn. Auf ihn bin ich stolz. Folgefrage, wo sind die Krankenversicherungsbeiträge am teuersten? Basel, Genf, Zürich? In Basel. Also ich habe noch nicht gesagt Basel-Land oder Basel-Stadt. Du gehst von was aus? Von Stadt. Okay, sehr gut. Ja. Basel-Stadt. Ich habe geklickt. Meine Hand war zuerst drüber, aber egal. Er hat die Antwort. Ich schenke dir einen Punkt. Also, nicht so gut. Siehst du? Ja. Voll cooles Team, oder? Absolut. Vielleicht da nochmal, wenn die Krankenversicherungsbeiträge höher sind, jetzt Basel-Stadt ist ja ziemlich hoch, Steuern sind hoch, etc. Was zum Beispiel bei Privat- und Hausratsversicherung, sind die dann auch pro Kanton ein bisschen unterschiedlich oder ist immer stabil? Ja, Autoversicherung gleich. Auch stabil? Nee, unterschiedlich. Auch unterschiedlich. Unterschiedlich. Weil die Aargauer schlimmer fahren als die Zürcher. Das ist ja. Sagt man so. Ja. Sagt man so. Ja, ist ja wie bei der Krankenkasse, macht auch keinen richtigen Sinn für mich. Ja. Es ist tarifbedingt. Es ist immer so ein bisschen Unfallstatistiken etc. Aber auch die Autosteuer, das macht ja nicht nur die Versicherung so aus, der Staat macht das ja ähnlich. Genau. Die Autosteuer ist auch höher in anderen Kantonen. Ja. So. Also, oder die generelle Einkommensteuer ist auch in den Kantonen unterschiedlich. Ja. Das ist ja schon, man hört ja öfter, es kommt auf den Kanton an. Ja. Das ist schon in vielen Themen halt so. Dann eine Frage vielleicht noch, das ist eine sehr oft gestellte Frage von euch, nämlich, ihr wollt wissen, ist das tatsächlich so, dass ein Schweizer weniger Krankenversicherungsbeiträge bezahlt als ein Deutscher? Es gibt anscheinend das Gerücht. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Da werden alle gleich behandelt. Bei allen Versicherungen? Ja. Ja. Autoversicherung? Nein. Autoversicherung... Da nicht, aber... Warum zahlt ein Deutscher mehr als ein Schweizer? Es stimmt fast nicht, weil die Deutschen sind eigentlich gleich tarifiert wie Schweizer, sogar teilweise günstiger. Also bei der Allianz, das kann ich nicht sagen, ne? Du kannst schon sagen, von der Allianz. Okay. Ja, okay, klar. Also bei der Allianz beispielsweise sind Deutsche günstiger als Schweizer. Ist das so? Ja. Wusste ich selber nicht. Und warum? Auch wieder statistisch, tariftechnisch. Wir können besser Auto fahren. Ja. Franzose? Die sind teurer, glaube ich. Teurer. Es gibt so Ländergruppen. Aber man kann schon sagen, umso südlicher, desto teurer, ne? Ja, kann man schon sagen, ja. Ja. Aber ich wusste nicht, dass die Deutschen weniger zahlen. Ja, tatsächlich. Zum Glück bin ich Österreicher. Also ich sage immer, die Deutschen, Österreicher und die Schweizer zahlen gleich viel in Autos. Ja, dachte ich immer, oder? Das ist aber anscheinend nicht so. Ist so, ja. Habe ich ja auch bei mir auch so. Okay. Bist du ein Schweizer oder Österreicher in der Autoversicherung? Österreicher. Okay. Ich habe einen österreichischen Pass. Also du bist gar kein... Ah, okay. Dann eine Frage auch von euch. Wie viel verdient Sebastian? Im Monat oder im Jahr? Im Jahr. Im Jahr vielleicht so maximal 80.000. Aber das ist doch im Monat. Also sehr oft gestellte Frage, aber wir werden es nie rausfinden. Ne? Das ist ein Geheimnis. Das ist wie Da Vinci Code. Das könnt ihr nicht knacken. Nächste Frage. Nächste Frage. Warum denkt ihr, ist Janis so geizig? Weil er in die Schweiz gezogen ist. Weil alles so teuer ist. Nein, nein. Nächste Frage. Versicherungstechnisch irgendwas mal wieder. Nee, gar nicht versicherungstechnisch. Wie lange habt ihr Zeit, ab Arbeitsbeginn euch bei der Gemeinde anzumelden? 14 Tage. Ich weiß nicht, warum du gewartet hast. Das war so ganz einfach. Ich wollte ihm auch einen Punkt geben. Komm, ich. Er führt doch. Aber ist nett, super nett und super schlau. Danke. Alles klar. Danke. Wie lange habt ihr Zeit, eine Schweizer Krankenversicherung abzuschließen? Ja, super. Ne? 3 Monate. Jetzt musst du mir den Punkt geben. Ich okay, auch vorher geschenkt. Also. Was sind die Kündigungsfristen bei der Schweizer Grundversicherung? 1 Monat. Ja, gut. Ein Monat was? Vor Ende des Jahres. Also bis zum 30. November musst du fürs Folgejahr kündigen, sozusagen. Gibt es eine Ausnahme? Ja. Bei Leistungsbezug? Beispiel? Nein, Grundversicherung nicht. Also Ausnahme. Grundversicherung, kann man eine Grundversicherung sonst noch irgendwie kündigen? Bei Wegzug ins Ausland. Meine ich nicht. Wenn du zum Beispiel die Bewilligung änderst. Meine ich auch nicht. Also, wenn ihr eine Grundversicherung habt, das Basismodell, also kein Telefonmodell, kein Hausarztmodell und die 300er Franken Franchise habt,
dann könnt ihr auch zum 30.06. jedes Jahr kündigen. Okay. Ist es so? Ja. Das ist so. Das wusste ich gar nicht. Okay. Hat halt auch fast niemand. Also fast niemand hat ja das Basismodell. Wir raten da ja eh immer schon von ab, aber es gibt noch manche Leute haben das halt, weil die halt nicht vorher anrufen wollen oder nicht zum Hausarzt gehen wollen. Also es ist super selten, dass man das Basismodell hat mit der 300er Franchise, aber wenn das so wäre, geht auch der 30.06. Okay. Also die erste Bloßstellung. Ich weiß nicht, ja. Minuspunkt. Minuspunkt. Ich weiß nicht, Janis, nächste Frage. Das Cooles, komm. Was Cooles mal. Ja, vielleicht noch meine Frage, weil das kam auch sehr oft von euch. Ihr habt eine Zusatzversicherung mit einem 3-jährigen Vertrag abgeschlossen und ihr wollt kündigen. Was könnt ihr machen, wenn ihr nach einem Jahr kündigen wollt? Man kann zum Beispiel auf Leistungsbezug kündigen. Das kannst du bei allen Versicherungen in der Schweiz machen, nur nicht bei der Grundversicherung. Das heißt? Leistungsbezug, sobald Geld fließt von der Versicherung zu dir, hast du 14 Tage Zeit nach Erhalt, die Versicherung schriftlich zu kündigen per sofort, also per jetzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Zusatzversicherung hast, die zum Beispiel Massagen zahlt, dann machst du eine Massage, reichst die Rechnung ein und sobald du Geld kriegst, hast du 14 Tage Zeit, um zu kündigen. Auch bei einer Hausratversicherung, auch bei einer Haftpflicht, auch bei einer Kfz-Versicherung. Also warum macht man drei Jahresverträge, wenn man sowieso kündigen kann? Das ist einfach... Gute Frage, aber ist so. Ja. In Deutschland kennt man das ja so. Also in Deutschland kennt man sehr stark von der Autoversicherung. Jetzt hast du einen Schaden bei der Autoversicherung, kannst du den danach kündigen. Und der Hintergrund ist dabei, dass die Kunden immer mindestens gleich gut gestellt werden müssen oder sollten wie eine Versicherung. Weil eine Versicherung kann euch auch kündigen, auch bei Leistungsbezug. Auch die Krankenkasse, wenn die jetzt die Massage zahlen würden, dann könnten die theoretisch auch kündigen. Okay. Und als Kunde musst du mindestens gleichgestellt sein, deshalb hast du das gegenseitige Recht. Genau. Macht in der Schweiz, ich habe das noch nie gesehen, dass eine Krankenkasse dich einfach mal kündigt, nur weil du eine Leistung gezogen hast. Also du musst jetzt keine Angst haben. Sie verwarnen dich. Also nicht mal verwarnen. Also nicht mal in der Krankenkasse, habe ich noch nicht eine Verwarnung gesehen. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, die zu viel Massage bezogen haben, haben einen Schein bekommen und gefragt, hey, aus welchem Grund beziehst du das die ganze Zeit? Gut, das ist auch keine Verwarnung, das ist einfach, die wollen mal wissen, was für einen Grund gibt es denn da. Ja, so einfach, ein Schreiben kommt auf jeden Fall. Was auf eine ärztliche Überweisung dann. Ja, wenn was ja auch legitim ist. Genau, wenn du diese Frequenz weitermachst, brauchst du auch eine Verschreibung vom Arzt. Das ist so. Ansonsten musst du die Frequenz einfach reduzieren. Genau. Ja. Quellensteuer, vielleicht noch eine Frage. Ich bin 11 Monate im Kanton Zürich, wechsle im letzten Monat in Kanton Basel. Wo zahle ich meine Quellensteuer? In dem Kanton, wo du dann lebst. Also das heißt, jetzt, wenn du in Basel ziehen solltest, dann wird das der Tarif von Basel angerechnet. Also dann nur ein Monat in Basel und 11 Monate bleibt in Zürich oder wird rückwirkend 11 Monate in Basel bezahlt? Also so wie ich verstanden habe, ist es die 11 Monate, die du hier warst in Zürich, zahlst du diese Quellensteuer hier in Zürich, sobald du bewegen solltest und dich ummelden solltest, dann natürlich die von Basel. Okay, korrekt. Hat er recht. Anders natürlich bei der C-Bewilligung, nicht? Dann zahlt man da in der neuen Gemeinde die Steuern fürs gesamte Jahr rückwirkend. Nicht nur bei der C-Bewilligung, sondern generell, wenn du eine Steuererklärung machst, kannst du die auch mit der B-Bewilligung schon machen. Dann zählt das Datum 31.12. da, wo du dann gewohnt hast, fürs ganze Kalenderjahr. Okay, also wenn du unter 120 bist und deine neue Gemeinde zahlt, ist deutlich weniger, du ziehst jetzt Kanton Zug, dann machst du lieber eine Steuererklärung. Dann machst du lieber eine Steuererklärung, und, weil dann bist du für den Zug rückwirkend Kanton Zug. Genau. Okay, interessant. Oder dritte Säule abziehen möchtest oder halt über 120.000 vielleicht hast. Genau. Dann ist das immer der 31.12. So, jetzt wird nicht mehr gedrückt, oder? Machen wir jetzt einfach. Habt ihr noch Energie oder nicht? Ja, doch, schießt los. Was sind eure Spezialkenntnisse? Welchen Bereich kennt ihr euch am besten aus? Einwanderung allgemein. Allgemein, okay. Also, ich meine, weil du selber durchlaufen hast? Ja, also sagen wir so, ich erlebe das jeden Tag mit den Kunden durch, also das reicht schon. Okay. Was ist deine Stärke machen? Ja, ich würde sagen, das Center. Ja. Wir machen das ja tagtäglich. Es gibt nichts, was sie nicht wissen. Ja. Wir so ein bisschen fachliche Fragen für den Investmentteil, den wir halt auch machen. Was war die beste Durchschnittsperformance einer unserer Geldanlagen in den letzten 10 Jahren? Der Schweizer Fonds, den wir mittlerweile immer wieder aussuchen. Ja, und der ist wie hoch? Der ist die letzten 10 Jahre bei 10% gewesen. 10,8. Massi? 10,56. Ja, Marci hat recht. Der läuft über welche Versicherung? Über dritte Säule? Kann man in die dritte Säule packen, wenn man will. Kann man in die dritte Säule reinpacken. Ja, richtig, richtig guter Fonds. Ja, das ist cool. Sehr gut. Machen wir noch 3 Fragen? Sag was? Quellensteuer. Quellensteuer, was will man da fragen? Ist der Steuersatz, oft auch die Frage gestellt, ihr kommt alleine in die Schweiz, ihr kommt zu zweit in die Schweiz, nur einer arbeitet und beide arbeiten. Welcher Steuersatz ist der beste? Welche Steuern?
Wenn nur einer arbeitet. Ja. Also verheiratet und nur eine Einnahmequelle, hast einen tieferen Steuersatz. Absolut. Und da müsst ihr genau aufpassen, wenn der zweite oder die zweite Person dann anfängt zu arbeiten und vielleicht nur 1000 Schweizer Franken verdient, da werdet ihr es nicht kompensieren können, diese Steuerdifferenz. Da werdet ihr deutlich mehr zahlen, als was es wäre, wenn es eine Person wäre. Also da müsst ihr immer genau schauen, von Anfang des Jahres vielleicht entscheiden, okay, sollen beide arbeiten oder nur eine arbeiten. Also ganz, ganz wichtig bei dem Punkt. Wie lange habt ihr Zeit, eine Steuererklärung freiwillig zu machen im Folgejahr? Bis welchem Datum kann man sich beantragen, dass man eine Steuererklärung machen möchte? Bis wann du beantragen kannst, eine zu machen? Ja. Bis 31. Januar. 3. 31. März. 31. März. Aber bis dann musst du sie einreichen. Anmelden. Aber ich dann anmelden, okay. Was kostet, es gibt ja mittlerweile die digitale Autovignette für die Autobahn, was kostet die digitale Autobahnvignette jetzt? 40 Franken. Sicher? Ja. Habe ich gerade letztens überwiesen. Ja, den. Gleicher Preis wie gleicher Preis. Preis. Hast du die digitale oder? Ich habe die digitale mit euch. Cool. Ja. Und ich habe das Gefühl, für das Wechselschild ist billiger, weil du machst das nur noch pro Kontrollschild. Ja, billiger. Musst du switchen, ja. Nee? Ja. Aber musst du switchen? Ich kann ja nicht switchen. Du kannst ja neue Nummernschilder eintragen dann. Aber beim Wechselschild habe ich ja nur eins. Ja. Du kannst sparen. Sagen, ja, nee, du sparst. Sparen, ja. Also Wechselschild ist halt weniger. Du sparst. Also ich habe mir die digitale und die fixe geholt. Ja. Fürs gleiche Auto. Was? Fürs gleiche? Machst du das? Doppelt halt besser. Ja, genau. Das war jetzt nein, natürlich nicht. Also, weil Jan ist auch schockierend jetzt gewesen. Es sei denn, ich hätte sie wieder bezahlt. So, letzte Frage. Zwei Fragen haben wir noch. Leistungstechnisch, was die Kunden auch mal ein bisschen interessieren könnte. Wie viel wird beim Osteopathen übernommen? 75%. Ja. Bei der Zahnversicherung? Osteopathie. Genau. 75 oder 80, wir haben ja verschiedene Varianten. Genau. Also haben wir fast recht. Nächste Frage auch leistungstechnisch, Krankenversicherung. Wie viel wird übernommen bei ambulanten Behandlungen in Deutschland? 90%. Ja. Bis welchem Maximalbetrag? 1000. 1000 oder 100.000. Ja, weil massiver, detaillierter. Ja. Ja, 1000 bei einer Kasse? Red dich nicht raus, red dich nicht raus. Okay. Gut, also ich denke, der Sieger ist klar. Ja, Massi ja. hat heute gewonnen. Kevin, okay. Du hast gut gekämpft. Aber Kevin ist ein guter Verlierer immer. Ja. Der gönnt den anderen das. Ich gönne ihm das total, schau mal. Genau. Für mich ist es voll in Ordnung. Ja. Hauptsächlich bin ich gesund. Den ganzen oder? Es geht um den Spaß, oder? Absolut, ja. Also was cool wäre, ist, wenn jetzt die... Unter diesem Video? Die nächsten Fragen. Und dann machen wir das nächste Woche einfach wieder. Genau, können wir auf jeden Fall machen. Stellt eure Fragen, die beiden werden sie nicht lesen, wir werden sie aber stellen. Absolut, okay. Eure Fragen, wie gesagt, unter den Kommentaren, wir schreiben sie auf und stellen es wieder diesen zwei. Sollen wir jemanden anderes noch reinsetzen dann? Oder Kevin können wir austauschen. Kevin ist kein Gegner, glaube ich, das oder? Oder willst du eine zweite Chance haben? Also wir können Robin auch einladen, ne? Genau. Okay, wir können vielleicht drei. Ja, wir machen nicht mal drei. Stimmt. Mehr Competition. Das Ziel soll sein, uns bloßzustellen. Genau. Das schafft ihr nicht. Ziel, ja. Das Ziel. Und stellt Fragen, egal wie doof die sich anhören. Die sind meistens lustiger. Ja. Absolut, ja. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Like, Kommentar für die nächsten Videos. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Also, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.